Sonnabend, 29. Oktober 2016. Wir drehen beim traditionsreichen Schlachterfest der Firma Wiedemann in Burg. Zu Gast auf der Bühne, dort wie fast in jedem Jahr, die Handballer des SC Magdeburg, die sich einem breiten Publikum präsentieren können. Es ist auch Zeit für Selfies. Für uns ist Zeit, ein paar Fragen an Trainer Bennett Wiegert zu stellen. Uns interessiert vor allem, wie die Mannschaft die Niederlage vom Mittwoch weggesteckt hat und ob sie hier vielleicht sogar ein bisschen Ablenkung sucht. Ja, ich glaube, dass das schon noch allgegenwärtig ist. Die Enttäuschung ist da, die merkt man. Der DFB-Pokal Final Four war ein großes Ziel von uns, das wir jetzt leider streichen müssen. Wir sind ausgeschieden. Jetzt geht es darum, wirklich diese Unzufriedenheit vielleicht richtig einzusetzen, um die dann morgen die Füchse Berlin auch beim Heimspiel spüren zu lassen. Wir haben uns genau wie auf jedes andere Bundesligaspiel, ich denke, gut bis optimal vorbereitet. Jetzt geht es an die Umsetzung und ich hoffe, dass man nicht so viel Unsicherheit spürt oder eine Verunsicherung spürt, dass die Jungs da schnellstmöglich durch auch Unterstützung unseres Publikums ablegen können und Gas geben können und zeigen, was sie eigentlich können. Wir sind ja hier gerade beim Schlachterfest von Wiedemann. So eine Veranstaltung vielleicht noch so ein bisschen was ablenkt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das gerade schwerfällt. Ja, vielleicht ist das so. Wenn das so ist, nehme ich das gerne mit. Ich glaube schon, dass sie relativ fokussiert sind und eher morgen im Kopf haben als heute dieses Schlachterfest.